Für die Wölfe geht es in die erste Runde des Playoff-Finales und gleichzeitig auch zum letzten Mal aufs heimische Eis in dieser Saison, da aufgrund der Eisstock-WM die Eishalle besetzt ist. Über 400 Eishockey-Fans stärkten den Wölfen den Rücken im Spiel gegen die Linzer Oldies. Die Amstettner gehen mit guten Tourchancen ins erste Drittel, werden dafür aber nicht belohnt. In Minute 10 Stellungsfehler bei den Wölfen. Dafür werden sie mit einem 0:1 bestraft. Wenige Minuten später ein Powerplay für die Wölfe. Was fliegt, ist nicht der Puck ins Tor, sondern die Fäuste nach einem unfairen Foul an Spielertrainer Matthias Schwab. Je zwei Spieler auf Gäste- und Heimseite müssen somit zum Abkühlen in die Kühlbox. Im Powerplay fällt das nächste Tor für die Linzer Oldies. 0:2 der Zwischenstand. Weiterer Wermutstropfen, das verletzte Ausscheiden von Christoph Haselsteiner, dessen Bänderverletzung leider noch nicht auskuriert ist. Im zweiten Drittel heulen die Wölfe auf. Nach zwei Minuten packt Felix Funke in Koproduktion mit Lukas Kreipel das 100. Saisontor der Wölfe. In der 34. Minute kann Felix Funke einen harten Schuss von Marco Savolainen ins Gästegehäuse abfälschen und so einen Doppelpack perfekt machen. Nicht einmal eine Minute später. Philipp Fehringer schiebt das 3:2 an. Zwei Minuten vor Drittelschluss stoppt Matti Savolainen mit einem fairen Hit einen Linzer Stürmer an der eigenen Blue Line. Thomas Garleitner nutzt die kurze Verwirrung aus und schickt den Playing Coach Matthias Schwab auf die Reise. Dieser überspielt den Linzer Goalie und erzielt den vierten Wölfe-Treffer in diesem Drittel. Marco Savolainen muss knapp vor Ende des Drittels das Match abbrechen. Er zieht sich einen Bluterguss am rechten Oberschenkel zu. Ja, am Anfang haben wir sie ein bisschen, waren wir ein wenig schwach, glaube ich. Aber wir haben dann eh ein Spiel gefunden nach den zwei Tore. Zweite Drittel ist dann eh perfekt gerannt. Dritte verbesserungswürdig noch, aber im Endeffekt hat es dann eh passt. Nächste Woche schauen wir, dass wir drei so Drittel haben wie im zweiten und dann wird das schon hinhauen. Na, das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir von hinten aus in der Defensive einfach besser spielen, das wirkt sich dann im Endeffekt vorne aus. Das haben wir dann umgesetzt, geschafft und so sind wir dann zum 4:2 gekommen. Ist aber wurscht, jetzt für uns im Kopf steht es 0:0, nächsten Freitag, Samstag geht es weiter in Linz. Und ja, man braucht zwei Spiele, um so eine Serie zu gewinnen im Playoff. Einziges Highlight im letzten Drittel, eine Schlägerei. Der ehemalige Blackwing-Spieler Philipp Wiltsch bettelt, nachdem sich alle wieder beruhigt hatten, um weitere Strafminuten und wurde mit 50 Minuten Penalty von den Schiedsrichtern belohnt. Damit schaffen die Wölfe den ersten Schlag und holen sich einen 4:2-Matchsieg über die Bundesliga-erprobten Linzer Oldies. Ja, die Stimmung wird halt dann ein wenig hitzig. Überhaupt, wenn's hinten, wenn die anderen hinten sind, provozieren sie halt ein wenig. Gehört halt ein bisschen dazu. Das passt schon so. Also wir haben im ersten Drittel eigentlich gut angefangen, gleich mal Druck gemacht, jedoch dann zwei Chancen zulassen in der Defensive. Die müssen wir, wenn wir es schon zulassen, ausbessern. Die sind gut, die haben das ausgenutzt. Wir haben uns das dann vorgenommen, dass wir defensiv konstanter spielen und besser. Also das heißt, das, was wir eigentlich, was uns normalerweise stark macht, vorhin passiert dann schon was. Ich glaube, das haben wir heute dann im Endeffekt wieder bewiesen. Aber der Start war halt nicht dementsprechend. Ja, die Saison an sich, der Grunddurchgang war sicher erfolgreich. Da haben wir gut gespielt, kann man sagen. Ja, das Playoff ist dann immer ein anderes Thema. Aber da haben wir sehr gut durchgekämpft. Wir sind eine gute, kompakte Mannschaft, haben viele gute Spieler. Und ja, jetzt im Playoff oder im Finale schauen wir auch, dass wir das noch hinbringen. Und dann war es eine perfekte Saison eigentlich. Runde 2 gibt es hier bei uns nächste Woche in M4 Sport.